auch ordentlich was zu tun gewesen für beide Torhüter und die Offensivabteilung konnten fleißig Punkte sammeln. Steven und Tor! Ein Schuss von der blauen Linie. Eric Steven abgefeuert und dann noch die Kelle vorne in den Slot gehalten. Und die Scheibe springt über Fallon rüber, über die Schulter ins Dreiangel rein in den Kasten. Das ist natürlich ein ganz bitterer Treffer da. Ach, noch nicht ganz genau das Zuspiel. Und jetzt 1, 2, 3 gegen 2. Proft und Tor. Schnörkellos, ansatzlos. Die Sicht verstellt Joe Falloon und Proft mit dem 0:2. Carter Proft, die zweite Chance, maximal die dritte in diesem Abschnitt. Und es steht 0:2. Großer Aufwand bei den Füchsen, kein Treffer. Auf der anderen Seite in dieser 25. Minute das 0:2. Meiersich, Hüfner, Kotziol hat jetzt die Position. Hoppala. Ach du je. 0:3. Ist das bitter? Ist das bitter? Die Scheibe springt hinterm Tor an die Bande, kommt direkt zurück, springt an die Ausrüstung, irgendwie die Rückseite von Falun und von dort über die Linie. Das ist also, solche Tore will eigentlich keiner haben. Und Dirk Rohrbach gestikuliert an der Bande, fordert auch ein bisschen mehr Einsatz. Für die jungen Leute dann auch fast schon zwangsweise. Jetzt ein Fehlpass. Schmidt schießt. Nachschussgelegenheit. Tor! Mit der Brechstange. Abpraller von Keller und aus 2 Metern vielleicht auch nur 1,50. Tatsächlich das 1:3 für die Lausitzer Füchse in der 43. Minute. Schmidt, der Torschütze, im zweiten Nachfassen hat er das Ding über die Linie befördert. Das sind 2. So, Kassel ist jetzt dran an der Scheibe, über die Bande raus und der Puck rutscht ins Tor. Ein Sonntagsschuss über die Bande, das 1:4. Man erhebt sich hier im Stadion rund und sagt vielen Dank, wir haben genug für heute. McQueen wahrscheinlich der Torschütze. Ja, der Versuch war es wert, aber das Ergebnis ist kein schönes. 58. Minute, 1:4. Er sagt es zu, Kassel ist Sieger in dieser Partie. Am Sonntagabend nicht, das war's von mir an dieser Stelle. Freitag die Füchse gegen Ravensburg dabei. Ja, und wie gesagt, Krüppel im Hintergrund gibt es natürlich auch nach so einem Spiel. Überrascht das, glaube ich, niemanden. Glückwunsch nach Kassel, die haben sich hier verdient, 3 Punkte geholt. Der Aufwand, die zu kriegen, war nicht allzu groß. Das Wasser unterliegt den Huskies mit 1:4.